Auf geht's drüber! Er hat sogar den Athletik! Scheiß auf Hochklettern, der klatscht einfach hier hoch! Ja, die ist wahrscheinlich abgeschlossen. Warte mal, ich guck mal, ob ich das von hier aus kann. Ja, perfekt. Mach auf! Was haben wir? Wir haben ein Cloud Diamond. Oh! Ein Langbogen. Ein Streitkolben, eine Fackel, eine Scale Mail, ein Scroll Kit, ein Scimitar, eine Hide Armor, Thieves Tools, ein Rapier und noch einen Streitkolben. Was zur Hölle? Naja, ich bin immerhin drüben. So, und eine Leiche. Ja. Und jetzt wieder mit Anlauf. Und das in der Full Plate darüber springen. So, Crafting Manual, Cloak of the Ancient King und Excerpt from the Draconis Codex. So, lernen wir das eine doch gleich mal. Oberhalb des uralten Königs. Was kann das Ding denn? Wo ist das Ding denn? Da. Solange du diesen Umhang trägst und mit ihm im Einklang bist, ist deine Weisheit 19. Solange du mit diesen Umhang trägst und mit ihm im Einklang bist, erhältst du plus 2 auf deine Charisma-Proben. So, und was ist der Codex Draconis? Klingt nach einem Drachenkodex. Ja, ich kann ihn nur droppen und sonst nichts damit machen. Warte mal, ich kann doch Drachensprache. Ich auch. The dragons are among us still, foe no longer openly. In elven form they rule in secret. Mhm. Also langsam gehen mir aber die Zauber aus, bin ich ganz ehrlich mit euch. Wahrscheinlich können wir das irgendwem andrehen. Okay, so. Komm so, rück mal nach. Yes, yes, yes. Oh ja, komm so, soll mal nachrücken, wir warten. Oh ja, das sieht verdächtig aus. Wenn ich da am Rumspringen und Klettern bin, hau die einfach ab. Ja. Also nee, also ja, also. Aber ja, aber nee, aber ja, aber nee. Also vielleicht ein ganz kleines bisschen. Okay, perfekt. Ja, warum sind denn die Gebiete in dem DSC so riesig? Weniger dafür größer. Ja, und immer noch mehr FPS als bei der komischen Burg oder vorhin bei der Festung, ne? Mhm. Ganz wilde Dinge am Werk. Mhm. Muss nicht durch. Überall. Sagte ich, dass ich nicht mehr ganz so viele Zauber habe?
Ja, du hast noch den Cantrips. Nein! Dammit. Ich hab grad gedacht so, ja, wenigstens bin ich nicht aufgedeckt. Ja, was machen wir in dem Fall? Sherman. Sherman, du Sherman. Ey, ich liebe Disadvantage. Okay, die Schwefelviper halten nicht viel aus. War 9 Damage auf das Vieh. So, die kommen so oder so zu mir. Die Frage ist nur, wie schlimm wird's? Wie gut kann ich dagegen helfen, wenn ich euch entgegenkomme und einfach den Angriff in Kauf nehme? Weiß ich nicht. Daneben! Mutig, aber hat funktioniert. So, bis dahin kann ich mich verpissen, weiter komme ich nicht. Irgendwas in der Nähe, was mir was bringt? Nein. Beenden. Ja, mal blöd, dass ich auf das Licht angewiesen bin. Bist du nicht, diesen Halbdunkeln, oder? Ja. Ja, weil ich die Fackel in der Hand habe. Nee, obwohl. Nee, hier ist Licht. Wechseln? Nicht bei allen. Ja, nur einer ist im Dunkeln. Nee, nicht mal. Take that. Ja, nochmal dunkel. Oh Gott, wenn du jetzt schon so viele hast, das wird ja nur schlimmer mit steigendem Level, oder? Auf ja. Level 7 kriege ich, glaube ich, den dritten Angriff. Nice. Perfekt. Das heißt, ich kann mit Action Search potenziell 7-mal die Runde angreifen. Ja, ja, Monk. Oh, Monk wäre noch härter. Und wenn ich das dann speziell mache, wenn wir so einen richtig dicken Gegner habe. Und wir dann noch die Potion of Giant Strength reinpfeife. Oh boy. Dann denke ich, dann noch der Haste von hinten kommen. Oh, oh fuck, Haste. Oh, Haste wäre edel. Oh, ich glaube, ich krieg, das kriegt so ein Potenzial wie die Fireballs. Hab ich so das Gefühl. Dann kriegt der Boss auf seiner Seite einen Lebensbalken angezeigt und denkt sich, what the fuck? Soll ich im nächsten Level schon Haste mitnehmen? Ich kann das schon. Ach, weil die fliegen, kann ich die nicht im Nahkampf angreifen. Ja, nee. Bisschen hochkeks. Nö, aber ich hab eine Armbrust. Dann machen wir halt Flugabwehr. Warte mal, das müsste doch gehen, oder? Ja. Ach komm. Das kriegt plus 8 auf die Armbrust. So gut. Und das meine ich ja mit dem Bonus. Nee, weil das ist einfach nur dein Geschicklichkeitsbonus. Ja. Okay. Und spiele ich halt jetzt heute Flugabwehr. Oder jetzt erstmal noch eine Flugabwehr. In der Schilke! Au? Wie tief ist deine RK? Ich? Ja. Bitte nur. 13. Er ist halt ein verdammter Magier. Ja. Ich auch. Nee, ja, du bist Hexenmeister. Magier hat keine Rüstungsproficiencies. Ja. Ja, nee, wir haben nur noch Tigerdrachen, ne? Ja. Ja. Leichten so weg. Der Tigerdrachenclub. Tigerdrachenclub. I'm coming. Wie, noch mehr Drachen? Ja, bitte. Ja, lass das nicht Blücher holen. Bring Blücher einfach noch einen mit. Drachen, das sind ja mehr Weibern. Eine Damenfußballmannschaft. Für Drachen fehlen denen hier nämlich 4 Füße. Das ist so nicht richtig. Drache ist ein Oberbegriff, auch ein Weibern ist ein Drache.
Aber das sind auch keine Wyvern. Wyvern haben zwei Füße. Das sind irgendwelche komischen Schlangen. Well struck. Geflügelte Schlangen, ja. Flederschlangen. Ich hatte irgendwann mal eine Auflistung mit den Tabellen. Das, ich glaube, das würde unter die Bezeichnung Wurm fallen. Ja. Ja, definitiv. Wie gesagt, ein Wyvern hat nämlich eigentlich zwei, ein Drache halt eben dann, ja, ist eine Oberkategorie, aber Drache hat eigentlich vier Pfoten und zwei Flügel. Die Oberkategorie wäre wahrscheinlich eher Drachkin. Schuppengewächse. Auf die Gefahr hin, dass ich das jetzt falsch ausspreche, die fallen unter die Kategorie der Amphifäre. Was für eine Fahrlist. Ja, du darfst da nochmal drauf schießen. Nee. Wait, no, I give you the... Mein kleines Cheat-Sheet, das ich hier aufhabe. Okay. Wieso wird... Nein, nicht den Typ nochmal. Danke übrigens für die Ambrust-Schnee. Kopiere. Dankeschön. Ich will nicht diesen Typ... Ah. Hm? Ich versuche Schnee gerade dieses Bild zu schicken, aber... Steam will, dass ich ihm nochmal das Typ mit den Typ mit der Ringfrisur. Der ist ja auch wirklich. Kannst du, bist. Ja. Ich hab nur einen Gegner. Okay. Wow. Ah ja. Maugrim, ich weiß, wo die präparierte schwere Armbrust ist. Wo denn? Mit der Kämpfkampfsau. Ach, meine Fresse. Ist er falsch mit dem Jungen? Wir wollten eben in der Stadt gucken. Ja, wenn nicht, ja, dann machen wir die schwere Arm plus eins für Kampfsau. Ich meine, das Zeug haben wir ja dafür. Wir reisen ja eh noch rum. Und keiner hat die präparierte schwere Armbrust gefunden. Ich so, es wird doch im Handelsfenster, im Herstellungsfenster angezeigt mit 1 von 1. Fuck off. Du kämpfst mit der. Die hat mir vorhin einer von euch zugesteckt, weil ich... Ja, ich hab den dir gegeben, zu tragen. Alles cool, aber es war halt eben so... Hätte dir halt mal was gesagt. Ja, du warst nicht da. Nee, da warst du gerade, Da warst du gerade zum zweiten Mal, die an Snickers aus dem Rücken drücken. Ja, dann hätte die danach, wenn ich wiederkomme, gefragt, ob ich weiß, wo die ist. Da hat keiner mehr dran gedacht, dass wir dich fragen wollten. Da hinten ist irgendwas. Nee, ich hab das Gefühl, wenn wir damit was machen, dann ist hier wieder Heckmeck. Alles gleich, komm. Ich mag Heckmeck. Und hier hinten ist, glaube ich, Minotaurus, weil wenn du da mit der Kamera hingehst, hörst du ein Schwein grunzen. Minotauren sind Kühe. Ja, ich weiß, aber das hört sich ähnlich an. Hallo? Das hört sich ähnlich an, was soll das sonst sein? Kein Mob-Rassismus. Jeder Mob ist gleich viel wert. Bevor du damit untergehst, warte mal kurz. Ja, ich warte gerade. Wie wär's mit einer Shortrest? Das wäre gut. Nehme ich. Oh, ich das wie sieht hier? Es der Rest so? Ja. Ja, kann man nehmen. Kopieren. Dann kann sich nämlich noch irgendeiner. Dann kann. Dieses Ding. Kampfsau kann sich den Ring machen. Genau, dann kann Kampfsau sich nämlich noch auf den Ring einprügeln. Einschwören. Yes. Los geht's. Los geht's? Geht nicht los. It's not safe to rest. Ah, okay. Ah. Anklicken. The Beacons are lit. Gondor calls for aid. Irgendwas kommt uns. Irgendwas sieht mich links. Scheiße. Triaden. Ich bin nicht weggekommen. Triaden. Die Triadenkönigin. Was? Dryaden? Ach nö. Reckensdryade. Die kenne ich schon aus New World, die tut weh. Gut, dass ich keine. Ja, die ist legendär. Gut, dass ich keine Zauber mehr parat habe. Oh. Reckensdryade. Dryade. Dryadenkönigin. Eine große und mächtige Dryaden, die eine Gruppe schwächerer Dryaden anzuführen scheint. Die kenne ich schon aus New World, da waren die schon eklig. Ja, los gut. Geht's, Herman. Machen Sie sich bereit.
ist. Beim nächsten Level Up nehme ich mal Haste für dich mit. Geh mal da runter, kann ich sie dann sehen? Sehe ich nicht und die sehe ich weiterhin auch nicht. Okay. Ready, Ranged Attack. No is. Du bist. Yes, I know. Kackegal, Hauptsache drauf. Ja. Bringst du oder wurzelst du? So, wo soll ich denn als erstes hin? Die machen Rindenhaut. Baumrinde, Carsten. Ja! Oh Gott, brauchen die denn noch nicht? Die Rüstung steigt auf mindestens 16. Maugrim, denkt mal dran, deine tanzenden Lichter unten bei uns im Nahkämpfer zu quatschen. Wieso? Oder seid ihr unten noch im Licht? Ist halbdunkel. Halbdunkel? Ist alles halbdunkel hier. Alle Gegner sind im Halbdunkel. Ah, stimmt. Wie war das? Rauchen die dann auch in der Pause ihre Schulterstücke? Nee, das sind Druiden. Das sind nicht Druiden. Ja, und der kann in seiner beschissenen Heilbaumform keine Baumrinde casten. Richtig. Wobei, das kann wobei ich müsste mal prüfen, ob wir das inzwischen können. Nee. Ja? Ich glaub nicht, dass sie ihm das gegönnt hätten. Nee. Ja, Fernkampfangriff vorbereiten. Ich kann nur Nahkämpfe vorbereiten. Hä? Du hättest einfach nur auf Fernkampf wechseln müssen. Nein, das kann nur... Doch. Ich kann's ja gleich... Kannst du. Natürlich. Du kannst oben einfach auf deine Armbrust gehen und dann Fernkampf vorbereiten. Ja, links über. Du musst halt eben auch ausrüsten, damit du das kannst. Ja, okay. Ja. So, mal da hin und dann müssen wir mal gucken. Drei Fire. Ah ne, du hast ja keine Spellslots mehr. Hab nix mehr. Doch, Firefall. Das ist ein Cantrip. Ja, das ist richtig. Mhm. Und du hast noch eine sengende Hand als Zauber, wenn sie dichter sind. Als Rolle. Ja, könnte man so machen. Okay, ja, dann, den sehe ich nicht. Ach ja, jetzt geht die Kacke wieder los. Wen sehe ich denn? Ich sehe ich. Ein Bonus? Oh shit. Nope. Bleib da hinten, kommt sie langsam, Mendesing. Ist sie nicht leicht in Sicht für mich? 14W6. Ah, jetzt ist sie. Wenn das trifft, tut das. Also, wenn das mal richtig gut würfelt. Was? Geburts. Person festhalten war das. Da haben wir Rindenhaut wieder. Hallo. Of course you've been detected. Nein, du stehst an mir dran. Ja, ich glaube. Ich glaube, da hoch. Zu euch hochkommen ist, glaube ich, eine Option. Nee, versucht das Boss wegzukriegen, weil wenn der noch so was macht, wenn du Pech hast und der Würfel tut, kann er jeden von uns in einem Zug töten. Ja. Ja. You'll die anyway. Mag den Optimismus. Was denn? Ich
er jetzt neben mir steht und sie vorgegangen ist, sehe ich sie nicht mehr. Da musste ich um unsere Nahkampffreunde kümmern. Au. Noch kriege ich aber den maximalen Bonus-Damage gegen sie. Trifft gut! Schön. Wie viel Schaden soll da noch ploppen? Mehr. Ist mir egal, wie mehr. So, jetzt ist unsere Rindenhaut-Freundin dran. Auf der linken Flanke. Also, mal gucken, zu wem die jetzt angekrabbelt kommt. Na, hoch. Oder ja, okay, bleibt über dir stehen. Wobei, ja, bleibt da oben stehen. Oh! Ja, yes, do it. Do it. Oh. Die haben zum Glück nicht so ewig viel Leben. Ja, dann muss ich nach da oben. Musst du? Wieso? Ja. Kannst du doch angreifen. Natürlich, du hast du doch gerade geschlagen. Gut, da brauchst du nicht. Nee, nee, oh, das spare ich mir. That's it. Okay, wenigstens mal eine. Ja. Dann komme ich mal zu Maugrim, oder? Ja. Mal zu Maugrim. Kann aber nichts mehr Größeres machen. Du hast nur einen Angriff gehabt! Echt? Ja. Du hast zwei Angriffe. Zwei Angriffe, Keks. Ich hab's nicht gesehen, sorry. Nein, 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 nein. Was du, was machst du, was machst du? Was? Insektenschwarm. Oh. Insektenschwarm, das ist nicht geil. Okay. Das ist absolut nicht geil. Snow, du musst die 100% umbringen. Ich sehe sie nicht, wir sind geblindet. Scheiße, stimmt. Solange wir da drin stehen, sind wir blind. Ja, das überleben wir nicht. Ich werde nach hier drüben gehen, sofern ich kann. Okay. Und ich kann, das ist gut. Man kriegt nur weiter Schaden, wenn man drin stehen bleibt. Naja, ich weiß. Ihr müsst also versuchen, innerhalb der Runde rauszukommen. Ja, aber ich werde 100 pro Schaden kriegen, weil wenn ich mich bewege, werde ich gehauen. Ich habe kein Leben mehr. Oder ich breche einfach ihre Konzentration. Perfekt. Das ist noch besser. Besser hätte es nicht laufen können. Okay, die kriegt Snow gefinished. Ein Schaden mehr hätte es wahrscheinlich gebracht. Ah. Ja, weiß ich nicht. Sie hat ein bisschen mehr Leben, sind wahrscheinlich zwei. Mach Put, Snow. So, jetzt hau drauf. Zweimal. So. You cannot defeat me. Und jetzt am besten neben mich links. Die Triade oben bei uns? Ja, die unten kriegt halt nicht das. Arcana, Evil, Mouth. Langsam haben wir mal alle resistet, das ist schon mal nett. You think you can escape? Hab's ja im Jagdmodus. Ich
Kannst du einfach Heavy Bolter in der Hand? Okay, Snow kann alle finishen. Ja. Was ist die Disadvantages gerade nicht mein Nachteil? Ja. Oh Gott. Jetzt den Loot einsammeln und let's go Rast hier. Was hat die Königin denn dabei gehabt? Ja, bestimmt irgendwie wieder. Sturmfede, Trollerkantus, Rinde der Getreide, Königin. Aber alles einpacken, was wertvoll ist. Gott sei Dank hat der Bolzen die Konzentration von der Alten gebrochen, ey. Das ist lustig geworden. Das war Gold wert. Das war richtig Gold wert. Los geht's. Lange Rast. Halbes Level haben wir schon wieder. Fuck off, ob wir schon eine Rast hatten oder nicht. It's nothing near important now. Pause ist immer gut. Denk an deinen Ring. Ganz so, ja. Oh ja. Attunamento. Bing. Hey, so, jetzt ist die Frage, was ist, ob hier hinter noch was ist. Weil da geht's noch hoch in irgendeine Burg. Oder wir gucken uns jetzt später. Ja, da ist auch das Haupttor davon. Ja, davon ist das Haupttor, genau. Links geht's ja auch noch weiter. Alter, die Map ist schon wieder riesig. Ich krieg richtig. Jetzt müssen wir noch die andere Richtung vom Sumpfeingang gucken gehen. Ja. Hier wird auch die Kamerafarbe lustig, wenn du darüber fährst. Ja, ich hab schon gesehen. Ja gut, dann lass mal die andere Seite oder die Mitte des Sumpfs erkunden gehen. Ach, das ist nur ein Busch hier oben, okay. Naja. Pass mal auf, dass du nicht gleich in den... Ja, pass auf. Da unten steht Ghoul der Streckenslande. Nein, Ghoul, nicht Ghoul. Ja, Ghoul. Kommst du, bitte komm zurück. Ja. Ich komme. Dafür kriegen wir 100 pro eine Quest. Wir müssen nicht bei jedem NPC ankommen und sagen, oh, haben wir schon gemacht. Warum? Das war doch lustig. Beim nächsten Mal in der Stadt, ja, wir haben da so ein Problem mit einer Dryadenkönigin. Meinen Sie die hier? Ja, ganz unten im Verlies, da gab es doch eine Minotau. Den Kopf? Also hier ist erstmal eine verlassene Hütte. Damit können wir mal anfangen. Warten wir mal auf die anderen. Nee, sind wir alle hier? Nee. Zwei fehlen noch. Das ist so die Sache, wenn man Morden und Brandschatzen durch die Gegend zieht. Wartet, ich glaube, meinen Sie den Typen? Der Moment, nee, das ist der Bruder davon, aber gut, dass sie den nicht gefunden haben. Ach so, nee, den anderen habe ich auch. Wusste nicht, dass das Brüder sind. Der Moment, wenn du dann so sagst, Jürgen, mach mal die Wagenklappe auf. Gucken Sie mal hier, einer von den 400 Köpfen. Ist das einer von denen? Einfach mal so. Wir brauchen den Kopf zur Identifizierung. Ey, welcher ist es? Suchen Sie sich mal einen aus. Konsequent jeden Kopf mitnehmen. Damit die Innenseite des Wagens dann aussieht wie in so einer übertriebenen Jagdhütte. Also, musst du eigentlich schleichen? Ja. Das ist wichtig. Eben hat der Anschluss bekommen, weil er nicht geschlichen hat. Wir sind hier reingestolpert, weil jemand auch nicht geschlichen hat. Ich habe nicht erwartet, dass da Orks stehen.